Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Mann gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder hier rein, was gibt's heute so alles am Start. Wir haben hier nach wie vor die Mythic Tina in Mamas Altmodischer Geheimnisschatulle. So, dann gehen wir mal hier in den Shop rein und gucken mal da. Da haben wir die Talent Show Tire Box mit Talent Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, K-Pop Joe, Roller Disco Courtney, Eugene Belcher und wie gesagt, nicht zu verachten, die LA Entertainment. Dann hier noch diese Kombos, Talent Show Lois, Chamber of Understandings, Castagnette Zoidberg, LA Entertainment, Music Video Studio und Hip Hop Bar. Wenn ihr genauer wissen wollt, was alles so in der Box mit drin ist und ob die sich lohnt oder nicht lohnt, dann schaut doch einfach mal in das Video rein, in dem ich das vorstelle, in dem ich die Box vorstelle. Und vielleicht hilft euch das ja ein bisschen. Ist jetzt sowieso nur noch 2 Tage und 16 Stunden drin. Also nicht mehr lange. Aber könnte für den einen oder anderen eventuell ja noch interessant werden. So, dann haben wir die Burobu Tire Box, die ja inzwischen immer interessanter wird, da der Burobu die Burobu Challenge ja dann doch wohl immer wiederkehrend sein wird. Das heißt also, hier könnte es unter Umständen tatsächlich interessant werden, auch mal rein zu investieren. Ja, hier haben wir natürlich Medicated Stewie, Sack Cent Münzen, Philip J. Fry, kabellose Audiosender oder Wireless Audio Transmitter, Chinchilla, Addict Wayne und Dr. Amy Wong. Problem für mich, also gut, hier auch gibt's auch noch Burobu Addict, ja. Das Problem für mich allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, ist folgendes, er sagt, Centmünzen will ich gar nicht haben. Medicated Stewie, wird wahrscheinlich, wenn man den nicht gerade mehrfach zieht, alleine, ja, wobei, 20, 70, aber wenn man den wirklich kombiniert, dann ist er stärker. Kabellose Audiosender habe ich bereits fused. Da müsste ich den zweimal bekommen, um ihn zu maxen. Chinchilla Addict Wayne habe ich, glaube ich, gar nicht. Ja. Und da wird das Ding hier echt schon schwierig. Am interessantesten wären für mich hier eben diese Combo Masteries, ne? Und bei meinem Glück würde ich wahrscheinlich hier vorne Solid Gold Tuxedo ziehen, die ich auf keinen Fall spielen will. Oder hier, Traumatized Dale, mit dem kann ich gar nicht. Oder hier, QTMC Whiskers. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Oder hier, Diamond Ring Lois. Die ja eigentlich nicht schlecht ist, aber ich habe keine Lois im Deck. Also insofern befürchte ich, wenn ich da raus pulle, dann kriege ich mit Sicherheit nicht eine der Kombos, auf die ich mich konzentriere, sondern irgendeine andere Rotze hier. So, damit sind wir mit der Burobu Tirebox auch schon wieder durch. Dann haben wir hier die Louise. Dann haben wir hier den Mythic Roger oder das Mythic Roger Pack mit typisch Elternbeschäftigung Sachen zusammenkleben für die Kinder. Roller, Disco, Courtney, Troubadour Jeff und Eugene Belcher. Ja, by the way, jetzt vor kurzem haben wir auch so eine Hausarbeit gehabt, ne, von dem Herrn sofort. Und Eltern, wie es da steht, Eltern setzen sich natürlich hin und kleben den ganzen Scheiß da zusammen, ne? Und dann hinterher kommt eine schlechte Note bei raus, nicht ordentlich eingeklebt. So, und dann steht der Herr sofort da und sagt, ja, ich hab's nicht gemacht, ne? Womit er sogar recht hatte, ja. Das war dann doch ein klein wenig peinlich, aber egal. Also Boombox Teddy, Fahrtschool Louise. Ich habe gesagt, das nächste Mal nehme ich ein Lineal und messe jeden Scheiß auf den Millimeter aus. Da wird jedes Loch genau an die richtige Position gesetzt und mit dem richtigen Abstand zum Rand alles eingeklebt.
Mit der Wasserwaage ausgewogen. Was? Hä? Wie? Unfassbar. Ja, also insofern diese Karte, typische Beschäftigung, Sachen zusammenkleben für die Kinder, ist für mich gerade ein Dorn im Auge. Ja, aber ansonsten eine ganz coole Karte. So, da waren wir ja schon. Dann sind wir. Oh, nein. Heute gibt's eine neue. Das ist die Jose Servo Box. Die sollte eigentlich jedem von euch bekannt sein, der das Spiel ein bisschen länger spielt. Ja, was bedeutet das für uns alle? Yeah, man! Drunk PGE is coming am Start, man! Beim nächsten Rumble, der jetzt am Donnerstag durchstartet, wird der Drunk oder Alkohol BGE gleich mit am Start sein. Und da haben wir natürlich die alten, das hier sind die alten Kombos. Die neuen haben sie dann natürlich jetzt noch nicht drin. Aber der Vorteil von den alten Kombos ist natürlich der, dass der ein oder andere von euch bereits davon was hat. Und ihr die dann eventuell sogar schon maxen könnt. Also wir haben hier den Jose Servo Spring Break Shots oder Spring Break Schüsse, Jelly Bean Schnaps, Party im Biertank Bender und Dr. Amy Wong. Natürlich mega coole Karten, durchaus interessant. Gut, Dr. Amy Wong. Rausch jetzt nicht unbedingt so, wobei das Gute an der ist natürlich eins, die hat massiv Leben, wenn die mal ganz komplett gemaxt ist, ne? Da hat die knapp 50 Leben, 49 Leben hat sie, und das ist schon echt nice, aber ja, so, mega scharf, Lois, Eierflip Roger. Lass mal gucken, lass mal jucken hier. Das Ding hier, wenn wir den mal hochmaxen, was dabei rauskommt. Eierflip Roger könnte unter Umständen, guckt euch das an, alter Vater. Hier, sorry, Leute, aber das ist monströs. 10,53, eine Achtermauer, 8 Revanche und 10-fach Gas. Das Ding in einem Defense-Deck tut weh. Erstens kriegst du ihn nicht gleich down, dann hat er Revanche, dann hat er noch eine Gasattacke und das bedeutet Punktabzug beim Gegner in der Regel, wenn nicht gerade irgendwie was Besonderes passiert. Jetzt schauen wir uns da die mega scharfe Lois an, mal gucken, ob die auch so hochkommt. Ich werd ja nicht mehr und 49, 13, 49. Natürlich auch mega geil, ja, auch wieder gut für ein Defense-Deck, aber, wie ihr sehen könnt, ne, okay, die Bombe könnte unter Umständen interessant sein, aber ist natürlich nicht so aggressiv wie der Eierflip oder der Eggnog Roger. Und der Eggnog Roger ist natürlich auch wiederum Bestandteil einer Challenge, ne, also insofern, könnte unter Umständen interessant werden. Was haben wir denn sonst noch da hinten? Das Bierwasser. Wie weit kriegen wir denn das hoch? Wenn das gemaxt ist, auch eine alte Combo eigentlich schon. Die geht nicht ganz so hoch, wie ihr sehen könnt. Hier sind wir dann auf 5,32. Ja, besten Sumpfpartys. Brian's Martini, Lowbrau. Das sind diese Low-Level- oder Low-Life-Kombos, von denen halte ich nicht wirklich viel. Das ist, sofort am Arsch, die Karte. 9,23 kannst du vergessen. Ja, das ist uninteressant. Auch Brian's Martini da hinten, völlig uninteressant. So, jetzt sind wir aber in der Combo-Mastery von heute angelangt. Da haben wir die Linda Mermaid heute. Für 500 Gems. Und dann schauen wir uns die doch einfach mal an. Die Linda Mermaid ist diese da. Jetzt muss ich erst mal gucken, bin ich überhaupt im richtigen? Natürlich wieder nicht. So, aber jetzt sollte das passen. Da ist Linda Mermaid mit Kostümkarten. Und dann kommt er auf der rechten Seite sowas daraus und die soll lieber wieder irgendwo im Meer abtauchen gehen. Die braucht kein Mensch. Mermaid, ab ins Meer mit dir, aber im Spiel brauchen wir dich nicht.
So, das sieht ganz anders aus mit dem Running Back Hank. Und jeder, der so ein bisschen Football-affin ist oder das auch gerne so mal im Fernsehen sieht, ne, der weiß, ein Running Back, das sind die coolsten in den Mannschaften. Und ja gut, der Quarterback ist eigentlich der coolste. Quarterback ist eigentlich der coolste. Das ist ja immer der Held. Der Quarterback ist immer der Held. Aber so ein Running Back ist natürlich auch unfassbar wichtig für die Mannschaft. So, und auch hier wiederum für eine, ja, für ein Animation Throwdown Deck. Auch hier ist er nicht unersetzbar, aber durchaus sehr, sehr wichtig. Wir haben hier einen Hank Hill mit Schulekarten. Und wenn wir den ganzen jetzt mal maxen dort, dann werdet ihr gleich sehen, worauf ich hinaus will. Und dann hast du hier nämlich plötzlich 47 Schaden im First Hit. Plus nochmal, wenn eine Kombo gespielt wird, 17 mit drauf. Ne? Und das ist geil. Das bedeutet also, wenn du jetzt hier mal 10% draufrechnest, dann bist du bei 24 im First Hit, 24 Punch. Und 27 oder 28 Angriff. Das sind 24, 27. Sagen wir mal, wir wären bei 27. 24 und 27, das wären schon 51. Weißt du, bei 51, das wäre jetzt noch nicht Louis Hit, ja, aber das wäre schon ziemlich vieles anderes Hit. Also, durchaus interessant. Hier allerdings mit der James Woods High School. Die James Woods High School geht halt mehr auf Leben. Und da unten mit der Flag Football kannst du es eigentlich ganz vergessen. Da bist du nur bei 39. Da ist es weniger interessant. Aber eben mit der Tom Landry Middle School ist das durchaus ein absoluter brachialer Knaller. So, und wer natürlich den auch mit dem Deck hat und unter Umständen zu viele Gems auf dem Konto, der kann sich echt mal überlegen, ob er da was reinpayt. Hier sind wir jetzt bei Xerxes the Falcon. Und Xerxes the Falcon ist dieser da. Wo habe ich ihn? Da. Xerxes the Falcon. Das ist einmal ein Stewie. Und dann eben hier Animal-Karten. Und wenn wir da auf die rechte Seite schauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass die Werte alle ziemlich hoch sind. Da sind wir überall fast im 30er-Bereich, hier mit New Brian oder da mit New mit Knife Wielding Zeal oder hier mit Cuddles oder mit Mr. Business, mit Queen of Catsteros und mit dem Google Goggles Cat. Da haben wir auch 28, 28, 28. Da lohnen sich natürlich 10%. Ja, und das Ding, auch der Bandit hier, das ist schon echt richtig nice. Gibt auch mega viele Kombos damit. Also schauen wir mal. Wir haben einmal Spirit, das ist Nummer 1. Sacrificial Robot, gut, geh jetzt mal nur die Legendären durch. Ne? Das ist 2. Bugs Stud, 3. Bandit, 4. Goggles Cat 5, Queen of Cats Terror 6, Mr. Business 7, Cuddles 8, New Brian 9, Knife Wheeling Seal 10 und Irek Lobster 11. Und dadurch ist natürlich diese Combo prädestiniert dafür, ein absoluter Knaller zu sein. Ja. So. Durchaus mega, 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 mega interessant. Und ich bin mir am überlegen, ob ich die 1007, also ja, ob ich da nicht reinpaye. Das müssen wir mal gucken. Eigentlich müsste ich es tun. Dann haben wir die ADD Luan. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen, der den hat, der den Mythic Story hat, plus eben Animal-Karten gerne im Deck hat. Haut da jetzt ein paar Steinchen rein, das lohnt sich. Das lohnt sich absolut, ja. Hier ADD Luan. Aber auch diese Combo hier ist ziemlich stark, muss ich sagen.
auch wenn es eine Luan-Platter-Kombo ist. Und wir gehen jetzt mal hier hin und wir maxen das Ganze mal und schauen wir uns den ganzen Kram mal an. Wir haben Luan-Platter mit Baked Evil Monkey und dann hast du da auf der rechten Seite Leech und einen Stoß, also Blutsauger und Stoß und Crazed. Beziehungsweise berauscht. So. Wobei natürlich der Wert für berauscht ist marginal hier mit 11. Also hier lohnen sich 10% nicht wirklich. Ich sag mal, der Stoß durch die Mauer, ja, dadurch könntest du bei einer Karte mit Mauer eben mehr Schaden verursachen. Aber ich behaupte mal bei der ADD Luan, die ist vielleicht ganz nice, aber ich behaupte mal, das ist jetzt nicht unbedingt die Combo, wo ich jetzt viel reinpayen würde. Auch wenn sie gut ist, durchaus, ja. Aber die 10%, ehrlich wahr, sind meiner Meinung nach nicht so mega krass in der Situation hier, dass sich das lohnen, also richtig lohnen würde, ne? 27 Angriff, gut, wir hätten wahrscheinlich danach 12-fach berauscht. Ja. Gut, für die Lebenszahl ist es natürlich geil, dann hast du nämlich 70 Leben. Aber, ich weiß nicht aktuell hier. So, also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown Daily, Shop News und Combo Masteries. Mit mir nehmen wir gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.